Okay, also erstmal Nicole Malmedy aus Köln, Mutter von drei Kindern plus eins, wie das so sein muss, manchmal wird es mehr im Alter. Und wir fahren seit, also das erste Mal, ich fange mal ganz von vorne an. Gesehen habe ich Anfang September einen Aufruf in Facebook. Ich weiß, etwas verpönt bei den Piraten, aber manchmal muss man Dinge nutzen, die man vorher nicht genutzt hat, einen Aufruf, und zwar über die Kölner Flüchtlingshilfe. Das hatte jemand gepostet, die suchten Menschen zum Aufräumen von Röschke. Das war das Lager, wo am Tag so plus minus 20.000 Menschen durchgingen, bevor die Grenze dicht gemacht wurde. Und da habe ich dann einfach gepostet, ich habe gesagt, ich fahre runter, wer kommt mit? Und daraufhin haben sich zwei Personen gemeldet am nächsten Tag. Wir haben jeweils 5 Minuten telefoniert und haben dann beschlossen, wir fahren. An demselben Abend noch um 22 Uhr treffen wir uns bei mir und fahren dann runter. Wir hatten zwei Kombis, die haben wir vollgeladen mit Spenden. Einen Kombi hatte ein Mädel, die etwas außerhalb von Köln lebt, in ihrem Umfeld gesammelt, weil die selber noch eine ganz kleine Tochter hatte. Und bei mir kam im Laufe des Nachmittages, stapelten sich die Spenden im Hausflur von Menschen, von denen ich vorher nie was gesehen oder gehört hatte. Einfach nur aus dieser Kölner Facebook-Gruppe. Die riefen an, sagten, wo kann ich es hinbringen? Ich komme, und haben es abgeladen und sind wieder gefahren. Wie gesagt, dann sind wir abends gefahren, sind unten dann erst in Nickelsdorf angekommen. Das ist ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist in der Nähe von Hegeschalom. Hegeschalom ist, glaube ich, Ungarn. Nickelsdorf ist Österreich. Das ist da, wo die Flüchtlinge durchkamen, die über Ungarn nach Österreich und Deutschland weitergekommen sind. Aber wir waren just an diesem Dienstagmorgen dann unten, denn es sind ja doch so 1300 Kilometer zu fahren. Das braucht ja so seine Zeit. Und wir waren dann in Nickelsdorf, haben aber da festgestellt, dass das Rote Kreuz dort sehr gut organisiert war und die brauchten nichts, also keine von unserer Hilfe. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir weiter nach Röschke. Das war nochmal 300 Kilometer südlich. Da war aber schon in den Nachrichten zu hören, dass die Ungarn vorhaben, einen Grenzzaun zu errichten. Und als wir ankamen, war es dann tatsächlich auch so, das Lager war komplett leergefegt. Die Hilfsorganisationen waren alle schon weg. Es waren noch einige Freiwillige da, die auch diesen Aufruf gepostet hatten. Und wir wussten, 5 Kilometer von diesem Camp entfernt sind die Grenzen dicht gemacht worden, sprich Stacheldrahtzäune hochgezogen. Und auf der anderen Seite, es waren so bequeme 35 Grad im Schatten, also sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken dort, sind 20.000 und mehr Menschen und ganz viele Kinder, die da sitzen und nichts haben. Keine Getränke, kein Wasser, keine Versorgung, keine Nahrung, kein gar nichts. Jo, und dann war jetzt die Frage, was tun? Und dann sind wir von dort ein Stück der Grenze entlang gefahren und haben halt geguckt, ob wir irgendwo Menschen finden, denen wir helfen können, die wir mitnehmen können oder denen wir zumindest Nahrung für die Kinder geben können. Aber da war schon das so dicht gemacht, dass kaum noch Flüchtlinge unterwegs waren. Und dann haben wir unsere Sachen in Schischgett, einer kleinen Stadt, die uns genannt wurde, bei einem Engländer abgeliefert, der dort ein Lager betrieb mit Spenden. Und von dort aus, da er selber in Rumänien lebt, die Sachen sozusagen mit seinem rumänischen Auto an Stellen über die Grenzen bringen kann, die uns mit europäischen Autonummern verwehrt sind, die wir auch gar nicht kennen. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und dann haben wir Support for Refugees on the Run relativ schnell gegründet, kurz nachdem wir wieder in Köln waren. Und das dort Gesehene auch verarbeitet hatten. Das war schon sehr, sehr heftig, weil wir haben auf dem Weg von Nickelsdorf nach Röschke doch noch relativ viele Flüchtlinge auf der Straße gesehen, die also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Kölner sagt, am Fliehen waren. Heißt, das war wirklich so wie die Trecks, die man so aus dem Fernsehen, nach dem Zweiten Weltkrieg kennt oder eben während des Krieges, wo die Leute halt aus dem Osten geflüchtet sind. Genau so und nicht anders. Es war dann eben nur in Farbe. Es war der einzige Unterschied zu dem, was ich aus dem Fernsehen kannte und aus den Erzählungen meiner Mutter. Da ist es ja immer schwarz-weiß, mehr oder weniger. Und es war schon. Ja, es war irgendwie
hat uns sehr mitgenommen und dann haben wir eben diese Gruppe gegründet und sind dann Anfang Oktober wieder gefahren, haben Spenden gesammelt, haben eine Firma gefunden in Köln, die uns zwei Transits zur Verfügung gestellt hat, die komplett ausgeräumt waren. Und dann ist noch einer noch mit seinem Privatauto mitgefahren und hatte Platz für 7 Personen. Und in den Transits waren jeweils 2 Personen, somit waren wir zu 11 und sind dann losgefahren mit dem Ziel, nach Opatovac zu fahren in Kroatien, ein Lager, das auch dieser Tage durch die Presse ging, weil es geschlossen worden ist. Es wurde ersetzt durch ein Lager in Slonski Brod, wo sie mehr Leute, plus minus 7.000 beziehungsweise mehr Flüchtlinge unterbringen können und es ist winterfest. Dieses Opatovac ist nicht winterfest und das ist in der Nähe von der serbischen Grenze. Und dann haben uns aber abgewiesen, das Rote Kreuz sagte, das ist kein Problem, wir haben so viele Freiwillige, die hier helfen im Moment, wir brauchen nichts und niemanden. Und dort haben wir einen Portugiesen getroffen, der sich recht gut auskannte da unten und sagte, ihr könnt natürlich nach Babska fahren. Babska ist die kroatische Seite vom Grenzübergang, weil man muss ja wissen, diese Flüchtlinge, diese Menschen, die sich auf den Weg machen, die müssen die verschiedenen Grenzen immer zu Fuß überqueren. Die dürfen nicht rübergefahren werden. Inzwischen ist das etwas anders, aber das heißt, die mussten irgendwo von Mazedonien nach Serbien, durch Serbien an eine grüne Grenze gebracht werden. Und das war eben Berkasovo auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann eben Babska. Und dann sind wir da hingefahren und das war relativ gut organisiert und da waren auch viele Freiwillige und Helfer. Und dann haben wir uns eben an diesen Portugiesen erinnert, der sagte, fahrt auf die andere Seite. Und dann sind wir ein ganzes Stück durchs Land gefahren, weil man kann, muss sich vorstellen, da sind 500 Meter von einer Grenze zur anderen, dazwischen ist Niemandsland und man weiß ja, dass Serbien und Kroatien nicht so wirklich Freunde sind, die haben ja noch ganz viele Verminungen. Das heißt, da sind überall noch Landminen. Sprich, wir haben also einen richtig schönen großen Umweg gemacht und sind dann von hinten durch die Brust ins Auge eben in diesem Berkasovo gelandet. Das ist Mitte Oktober ist das durch die Presse gegangen, weil es da plötzlich einen Aufstand gegeben hat, weil die Kroaten irgendwann beschlossen haben, einfach mal die Grenze zuzumachen. Und dann kamen immer mehr nach und dann hat es dann eine Riesenkatastrophe gegeben. Dann sind da 7.000 Flüchtlinge einfach durchgebrochen. Und dann haben das Lager, so wie wir das eben von Anfang Oktober kannten, komplett platt gemacht. Und da war es tatsächlich so, da sind die Flüchtlinge angekommen, die sind bis relativ nah ran mit dem Bus gefahren worden, wurden dann ausgeladen. Und wir haben uns einem tschechischen Team angeschlossen, die sozusagen die Versorgung der Flüchtlinge mehr oder weniger koordiniert und organisiert haben mit Teeküche und mit einem großen Zelt für Anziehsachen und Schuhe und all dem, was man so braucht für die Menschen. Leider haben wir festgestellt, dass zum Beispiel so Leute wie Rotes Kreuz oder auch Ärzte ohne Grenzen, UNHCR und alles, was man so kennt, die sind immer wahnsinnig gerne da, vor allen Dingen tagsüber, wenn die Presse kommt. Ja, und aber es ist eben wie überall, die Menschen werden hauptsächlich nachts gebracht, warum auch immer. Es ist so, es wurde uns ja auch an der serbischen Grenze erklärt, als wir da durch wollten, es gibt in Serbien keine Flüchtlinge. Ja. Also das muss man sich mal so überlegen. Die sagen dann, wie ihr wollt an die Grenze zu den Flüchtlingen. Wir haben keine Flüchtlinge, ja. So ist das. Auf jeden Fall haben wir dann gleich am ersten Tag die Nachtschicht von den Tschechen übernommen, weil die total übermüdet waren und da war nur eine kleine Truppe. Und die haben wir dann erstmal ins Bett geschickt, beziehungsweise da, wo immer, ins Zelt oder wo sie schlafen konnten. Also man muss sich das so vorstellen, das heißt, dort unten tätig zu sein, 4, 5, 6 Tage, heißt keine Dusche, kein Klo. Ja, und Essen ist sowieso überbewertet ab und zu. Es gibt so eine Ecke, da sind Sachen, die sind für Volunteers. Das ist dann mal eine Scheibe Brot mit irgendeiner Wurst aus der Dose, von der man so die Identität nicht genau kennt. Ist aber alles nicht so schlimm, weil eigentlich kann man auch gut mit dem Chai leben, den die Tschechen machen. Das ist so schwarzer Tee, dass der Löffel drin steht. Und dann ist noch so viel Zucker drin, dass man damit wahrscheinlich auch hier eine ganze Familie ein Jahr lang ernähren könnte. Aber das macht nichts, das ist super. Es ersetzt jeden Kaffee. Und das haben wir gemacht und sind dann 2 Tage vor Ort geblieben und haben da
eben geholfen, haben unsere Sachen verteilt, unsere Sachen abgeladen, hatten auch gar keine Probleme hinzukommen und waren einkaufen, haben Wasser gekauft, haben Bananen gekauft, haben Obst gekauft für die Kinder und haben einfach verteilt, was konnte und haben sehr viel Crowdmanagement auch gemacht. Weiß nicht, falls das kein Begriff ist, also einfach nur uns an diesen Grenzzaun, also der Grenzzaun, das war so ein Schlagbaum und an dem, der Schlagbaum war fest, da durfte man, also den durfte man auch nicht hoch machen, sodass man sagt, wenn jetzt plötzlich 500 Menschen kommen, die alle auf einmal durch will, der musste unten bleiben, das war an Angabe von der kroatischen Polizei. Also es gab eine Ecke, die war so ein bisschen ausgefräst worden, da ging genau ein Rollstuhl durch. Und wir standen davor und mussten diesen Menschen immer erklären, so, ganz ruhig, bleibt hier, es geht weiter, aber ihr müsst warten, bis die Kroaten wieder sagen, dass ein Bus angekommen ist, dass wir wieder 50 Leute durchschicken dürfen. Dann sind wir, also haben wir uns dann dahingestellt und immer geguckt, dass wir einen möglichst in der Gruppe finden, der Englisch spricht. Oder wir hatten eben auch ab und zu mal das Glück, Helfer dabei zu haben, die eben Persisch oder Farsi oder was auch immer gerade gebraucht wird, sprechen. Es ist, Persisch und, pardon, also Farsi und Arabisch oder Arabisch oder dann sind ja auch Kurden dabei, es sind Afghanen, sehr viele Afghanen dabei. Und es waren auch einige Pakistanis dabei, war einer dabei, der hat mich besonders beeindruckt, der sprach nämlich unter anderem auch Kroatisch fließend. Da habe ich nur gedacht, Junge, dich werden sie sofort engagieren, wenn du nach Deutschland kommst. Er sprach kein Deutsch, er sprach fließend Englisch. Und dann sprach er eben, ich weiß nicht, also alle möglichen Sprachen, die sonst, glaube ich, niemand spricht, so einfach. Auf jeden Fall, das... Wie ja? ist das mit anderen Leuten aus Syrien, die keine Kurden sind? Bitte was? Andere Menschen aus Syrien, du sagtest gerade, viele Kurden, viele Pakistaner, ich weiß nicht mehr was genau, auch noch andere Menschen, die irgendwie direkt in Syrien vielleicht unter dem Islamismus von einer oder anderen Seite leiden. So Zivilbevölkerung, die Farsi oder die IS geht. Ja, das sind die Farsi und Arabisch sprechen. Arabisch ist ja im Prinzip. Arabisch ist ja die Grundsprache. Arabisch. Das mir da wohl bewusst. Nee. In der Aufzählung fehlte das einfach gerade Syrer. Naja, Syrer sind, ich sag mal, Syrer sind 60% und der Rest, das ist alles Mögliche. Da sind auch ab und zu mal kommen ein paar Afrikaner durch. Das sind aber nicht viele. Also, das ist verschwindend gering. Aber da komme ich gleich noch zu den. Das erste Mal, also bei der allerersten Reise durch Ungarn haben wir noch relativ viel Sinti und Roma gesehen. Die haben wir bei den beiden anderen Reisen überhaupt gar nicht mehr gesehen. Vielleicht auch einfach, weil wir schon dann zu sehr ins Landesinnere gegangen sind, beziehungsweise zu weit runter südlich in an die Balkanroute. Aber Syrer sind auf jeden Fall dabei. Die sprechen ja Arabisch. Und wie gesagt, dann immer jemanden finden, der dann uns versteht, um diese Menschen, die wirklich von Panik getrieben sind, weil sie immer denken, wenn sie festgehalten werden, sie sind jetzt schon so weit gekommen und jetzt plötzlich kommen wir nicht weiter. Oder aber die Gefahr, dass die Familien auseinandergerissen werden. Man muss sich das so vorstellen, da sind dann tatsächlich 50 Leute gehen in einen Bus und wenn eine Familie eben mehr Leute hat oder wenn eben die sich irgendwie trennen und die dann aber weitergeschickt werden und sich nicht wieder treffen, gab dann eben Busse, die in Babska abfuhren und die einen, und das konnten wir nicht beeinflussen und auch nicht vorhersehen, die einen sind eben dann nach Opatovac gefahren und andere sind zum Beispiel direkt an die slowenische Grenze oder an die österreichische Grenze oder wo auch immer hingefahren. Das heißt, damit sind dann die Familien auch schon gleich getrennt. Ja, das war die zweite Reise. Und dann sind wir zurückgekommen. Und bei dem, wir waren keine 14 Tage zu Hause. Dann hat es eben diese große Katastrophe in diesem Camp gegeben. Und da haben wir uns kurzfristig entschlossen. Katastrophe war, wo die Zelte angesteckt haben, oder was? Nee, das haben die dort nicht gemacht. Das war woanders, da waren ja keine Zelte. Da standen die Leute ja quasi auf der grünen Wiese, beziehungsweise im Schlamm. Da hat es ein furchtbares Unwetter gegeben. Die Kroaten haben kurzzeitig die Grenze geschlossen. Und da waren dann plötzlich 7000 Menschen und die haben alles überrannt. Die haben einfach die Grenze überrannt und gestürmt und sind durch nach Kroatien. Und da kamen einige Hilfsaufrufe von dort,
von auch welchen, mit denen wir eben vorher zusammengearbeitet haben, gerade von den Tschechen. Und dann haben wir ganz spontan, eines Sonntagsabends habe ich gesagt, Kinders, wir müssen wieder runter. Und dann haben wir montags einen Aufruf gestartet und siehe Facebook. Wie gesagt, unsere Gruppe ist inzwischen auf 2.500 Menschen angewachsen. Ich sag mal so, wenn davon sind vielleicht 10, 15 oder 20% wirklich aktiv in der Gruppe. Da haben wir einen Aufruf gestartet. Wir hatten innerhalb von 2.5 Tagen 8,5 Tonnen Hilfsgüter und 7 Fahrer zusammen. Und 5 Autos. Davon einen LKW, 2 Ford Transit. Das war echt. Das war unglaublich. Das live zu sehen ist, also auf Facebook, nicht live, aber das zu sehen, wie schnell das ging. Also, sie hat das echt einfach geschrieben und innerhalb von 2 Tagen war alles schon fertig, organisiert. Ja. Und ich bin laut genug, glaube ich. Das Mikro zeigt in ihre Richtung. Das ist aber nicht an. Egal, weiter. Nee. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend gewesen und das war wirklich. Unglaublich. Und dann sind wir an dem, was war es, der 23, Donnerstag, der 23. Oktober abends sind wir, 22. abends um 22, kurz so um 22 Uhr rum sind wir gestartet, weil ich will immer gerne, dass wir die Staus der Rush Hour morgens auf den deutschen Autobahnen vermeiden, da wo man noch wenigstens ansatzweise fahren darf. Und sind dann runtergefahren, sind dann direkt nach Berkasovo gefahren diesmal, mussten dann aber feststellen, dass sich inzwischen die Regeln der Grenzüberschreitung für Hilfsgüter geändert hatten. Und plötzlich wollten die also von uns irgendwelche Papiere sehen, nur keiner konnte uns wirklich genau sagen, was für Papiere es waren. Und 2 Autos von uns sind durchgekommen, das waren Personenwagen mit auch Hilfsgütern, aber nur jeweils zwei Leuten drin. Ich meine, wir hatten in den Transits auch nicht mehr, nur die Transits waren bis unter die Decke mit Gütern gefüllt und die wollten uns nicht durchlassen. Da haben wir dann mal getestet, wer die stärkeren Nerven hat. Und wir haben 5-mal an der Grenze kehrt gemacht und beim 6. Mal sind wir rübergekommen. Genau 5 Minuten vor 12 am 24. abends. Sprich, am Sonntag, den 25. waren wir voller Einsatz in Berkasovo, konnten die beiden Transits ausladen. Den Lastwagen hatten wir absichtlich in Opatovac stehen lassen, weil der war gemietet von unserem Sponsor, die uns auch die Wagen zur Verfügung gestellt hat. Den durften wir aufgrund des Mietvertrages nicht mit nach Serbien nehmen. Serbien ist nämlich nicht mehr Europa. Also stand der da und wir haben überlegt, was machen wir? Laden wir die Sachen auf wenn wir die ausgeladen haben, nehmen wir die raus und packen die in die Transits und fahren die wieder über die Grenze. Aber dieses Spiel war einfach, das war uns zu riskant. Keiner konnte uns sagen, dass wir wieder über die Grenze zurückkommen mit den vollen Wagen. Also haben wir das da stehen gelassen und haben dann 2 Tage dort geholfen und ich bin den ganzen Sonntag Shuttle gefahren, habe Mütter mit Kindern und es waren viele, viele Kinder, also alle, die immer sagen, es sind ja nur junge Männer. Ich kann nur sagen, ich würde sagen, es waren bei dem dritten Besuch 50% Kinder. Kinder aber von dem einen Tag alten Säugling bis zur Hochschwangeren über 4-, 5-, 3-, 4-jährige Familien mit 2 Kindern, 3 Kindern, 4 Kindern, 5 Kindern. Andere haben einen Vater getroffen, der war mit 11 Kindern alleine unterwegs. Der zog einen riesen Koffer hinter sich her. Dieser Koffer war gefüllt nur mit Nahrungsmitteln, weil er sagte, ich weiß ja nicht, wo ich mit meinen Kindern lande und ich muss die ja irgendwie ernähren. Wir haben beim zweiten Mal, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, hat ein Mädel aus unserer Truppe einen 8-jährigen Jungen getroffen, der mit seinem 2 Monate alten Brüderchen unterwegs war, alleine, um das er sich kümmerte. Die Eltern waren ertrunken. Und solche Horrorgeschichten wie Geburten mitten im Feld oder auf dem Weg oder irgendwo, das hört man also ohne Ende. Und die Kinder sind wirklich die allergrößten Leidtragenden. Die Kinder, die können nicht mehr, die haben oft, wenn die da in Berkasovo angekommen sind, das gibt es ja jetzt nicht mehr, weil die Serben und die Kroaten sich geeinigt haben, die Menschen gleich von Preševo unten an der Grenze zu Mazedonien in Züge zu setzen und dann bis nach Kroatien zu fahren, um sie dann zu registrieren und dann weiterzufahren. Also diese Zwischengrenzen sind jetzt ausgesetzt. Wer weiß wie lange, kann ja sich morgen alles wieder ändern. Also manchmal ändert sich das schneller, als wie wir Ja oder Nein sagen können, wie die Regelungen sind. Und da haben wir bis Montagnachmittag dort gearbeitet eben.
mit mehr oder weniger Schlaf immer mal zwischendrin ein paar Stunden im Transit gelegen und haben uns dann entschieden, einer Gruppe Kroaten zu folgen, die nach Cluj wollten. Cluj ist ein kleines kroatisches Dörfchen an der Grenze zu Slowenien. Das ist das Dorf, das ist sozusagen die andere Seite von dem Rikonce. Rikonce ist dieser Ort, der bekannt geworden ist durch seine Lager auf der grünen Wiese. Da ist jetzt auch dieser Artikel gewesen von der Journalistin, auf den haben mich alle angesprochen, die sich da reingeschlichen hat, wo die Menschen dann gesagt haben, kommt nicht hierher. Wir waren in Cluj. Das war super. Also wie gesagt, überall, und das kann ich auch nur wiederholen, es wird auch immer wieder geschrieben, man muss sich, wenn man diese Art von Arbeit macht, vor Ort mit den Soldaten und mit der Polizei gutstellen. Denn wenn wir als Europäer hinkommen und Hilfe geben wollen, müssen wir uns mit den Autoritäten verständigen. Denn wenn die nicht wollen, dann ziehen die von heute auf morgen alle freiwilligen Helfer ab, sprich, dann stehen diese Menschen echt im Regen. Und die haben oft nichts. Die haben die Klamotten, die sie am Leib haben, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und das haben wir zum Beispiel auch in Kosovo. Wir haben versucht, und das ist sehr hart, wenn man weiß, wo die Menschen hinkommen, denn dieses Rikonce war schon bekannt, als wir da unten waren. Und wir wussten, die werden von dort nach Slowenien gebracht. Wir haben nicht aufgehört, ihnen zu sagen, behaltet eure Kleidung, Slowenien ist sehr kalt. Das ist so ein bisschen, wie ich mir das vorstelle, wie das vielleicht zu Zeiten des oder während des Dritten Reichs war, wenn Menschen, die wussten, dass sie Menschen in einen Zug tun und wussten, wo die hinfahren, ihnen aber das nicht sagen konnten, wollten oder durften, aus was für Gründen auch immer, die Menschen quasi in ihr Verderben geschickt haben, in diese sogenannten Arbeitslager. Ja? So kam ich mir davor an der Grenze, dass man den nennt. Und das ist, und dieses Cluj, wie gesagt, kleiner Ort, Bahnstation, da wurden die Menschen ausgesetzt, dann wurde ihnen der Weg gewiesen durch Polizisten, die Straßen säumten, bis durchs Dorf wieder berghoch, wieder so circa 3 Kilometer zu Fuß. Da standen dann oben kurz vor dem Grenzübergang, da ging es über so einen kleinen Fluss rüber, standen dann Freiwillige aus dem Dorf, Kroaten, die hatten Brote geschmiert, wir haben die auch unterstützt, auch finanziell, wir haben denen auch Geld gegeben, haben mitgeholfen, Brote zu schmieren am Nachmittag und Wasser zu kaufen und. Die hatten das aufgebaut, aber das war abgesprochen mit auch der Polizei und auch dem Bürgermeister und der Politik und allen. Die durften auf gar keinen Fall die Flüchtlinge aufhalten. Sprich, die mussten da, man muss sich das vorstellen wie beim Marathon. Man stellt da Bananen und Wasser hin, ja, und die Leute kommen vorbei, nehmen sich das mit und müssen weitergehen. Die dürfen nicht stehen bleiben. Sobald da irgendwas passiert, was der Polizei nicht passt, werden die Freiwilligen komplett weggeschickt. Und die Sache ist ja auch die, Kroatien hat ja die Flüchtlinge eben rübergeschickt, immer schön bei Nacht oder auch manchmal wohl bei Tage, damit die Slowenen die nicht ablehnen, weil die Slowenien wollte ja die Grenzen dicht machen. Und es waren tatsächlich alle anderen Grenzübergänge in der Nähe waren zu. Da sind ganz viele kleine Grenzübergänge, weil das ja mal irgendwann ein Land war alles. Das war ja alles mal dieses sogenannte Ex-Jugoslawien, wo die Menschen noch alle nett miteinander waren. Und heute sind sie, also in Serbien und Kroatien, das Rote Kreuz zum Beispiel, die kommunizieren nicht miteinander. Die reden nicht miteinander. Punkt. Ich meine, da fragt man sich, was ist das Rote Kreuz? Ja? Wenn die nicht, die sollen ja humanitäre Hilfe leisten, aber so ist das. Und ich bin dann... Wir hatten ja immer noch den LKW mit unseren 6 Tonnen Hilfsgütern im Schlepp. Bin dann mit unserem Russen, einem Kölner, einem Russen, der schon lange in Köln lebt, mit dem bin ich dann zusammen. Wir haben dann plötzlich, gab es einen Kontakt rüber nach Rikonce zu jemandem, der sagte, wir brauchen Hilfsgüter, kommt rüber, es geht. Dann wurde über Dritte irgendwo an der Grenze Bescheid gesagt, da mussten wir diesen Grenzübergang finden und dann sind wir reingefahren und dann waren wir sind da so ohne irgendwelche Papiere oder irgendwas direkt mitten in das Lager reingefahren und waren keine 15 Meter von diesen Menschen, die da in so diesen Drängelgittern eingesperrt waren, Flutlichter. Und man muss sich vorstellen, dieses
Der Wald dahin, wir hatten das ja vorher von der anderen Seite der Grenze gesehen, es war stockefinster. Ich habe noch nie so viele Sterne am Himmel gesehen, außer hier, wenn man, weiß ich, in die Eifel fährt oder so, weil es da so dunkel ist. Da war es, die haben die Menschen da wirklich bei tiefster Nacht durchgeschickt und die kamen dann da an, um dort in diesen Drängelgittern untergebracht zu werden. Da gab es kein Essen, keine Decken, kein Zelt, kein Nichts. Die haben verbrannt, was sie verbrennen konnten, das sprich, was sie entbehren konnten, was besonders gut brennt, das habe ich da auch gelernt. Das sind zum Beispiel diese Sardinen in Öl. Problem ist nur, wenn man Sardinen in Öl ins Feuer schmeißt, irgendwann wird es so heiß, dann platzt es. Dann hat man all diese Menschen, die um dieses Feuer rumstehen. Natürlich brennt ja auch Plastik gut, schädigt ja auch nicht der Rauch von Plastik, ist ja sehr gesund. Da hat man die ganzen Kinder, die man ums Feuer rumstehen sieht, die also permanent diesen Rauch einatmen von verbrennenden Schuhen, verbrennendem Essen und was da so ist. Dann platzen diese Dosen und spritzen dann auch noch das heiße Fett auf die Menschen. Also das kommt dann noch dazu, als wenn die nicht schon genug Schaden genommen hätten auf der ganzen Zeit. Und da waren Freiwillige, die haben einen Teil unserer Hilfsgüter angenommen, aber im Vergleich zu dem, was wir hatten, nur wenig, weil sie keinen Platz hatten. Das waren leider sehr unorganisiertes, aber eben auch sehr relativ spontan entstandene eine Ort. Die hatten ein paar Zelte, aber die waren noch voll und da, wo wir hätten noch was abgeben können, da war kein Platz mehr. Und wir wollten halt die Sachen nicht irgendwo auf die feuchte Wiese stellen, weil wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, wenn die hier verrotten oder wenn die Menschen dann feuchte Klamotten kriegen. Damit ist auch niemandem geholfen. Und da haben wir so gut es ging geholfen und ich war auch ein bisschen am Zaun und habe mit manchen geredet. Also das war schon sehr gruselig, muss ich ehrlich sagen. Und Dobrova ist das, glaube ich, das sind zwei Orte. Das ist ein Ort, der nicht weit von diesem Rigonce in Slowenien weg ist, wo ähnliche Verhältnisse herrschen. Da waren wir dann danach und haben versucht, dort Sachen abzugeben beim Roten Kreuz. Und da sind wir auch noch mal ein bisschen was losgeworden. Aber da ist es dann so, das ist dann, wenn die aus diesem Rigonce, aus diesem Camp kommen, die werden dann da abgeholt und müssen dann laufen bis Dobrova, da stehen sie dann wieder in der Schlange. Also eins, was diese armen Flüchtlinge, egal wo sie herkommen, gelernt haben, ist es, irgendwo in der Schlange zu stehen und zu warten und nicht zu wissen, was passiert am Ende. Also da stehen sie wieder in der Schlange. Und dann man muss diese ganze, jetzt Presse, wo ich weiß nicht, ob jemand die Berichte gesehen hat, da stehen ja im Moment, ich glaube, zwischen 2.000 und 7.000, 8.000 Menschen am Tag in der Schlange, um nach Mazedonien reinzukommen, um dann wieder Schlange zu stehen, um in Züge reinzukommen. Also, und ganz, 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 ganz viele Kinder eben. Ja, und dann sind wir jetzt zurückgekommen und jetzt planen wir die nächste Fahrt. Am 25. abends geht es wieder los. Wir haben inzwischen gesponsert jetzt diesmal 3 oder 4 Transits. Ich glaube, wir sind bei 3 Transits und einem LKW. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal allen empfehlen, wer wirklich helfen will, man gucke sich auf Facebook um. Da gibt es ganz viele Gruppen, die auch lokale Arbeit machen. Und was unser Ding ist auch, wir waren wohl anscheinend zumindest in Nordrhein-Westfalen mit einer der ersten Hilfskonvois, der runtergefahren ist. Und inzwischen fahren fast täglich Menschen runter. Und das finde ich super, weil es ist das passiert, was ich eigentlich vorhatte zu organisieren, wenn es sich nicht von selber organisiert hätte, dass man eine permanente Kette an Hilfsgütern hat. Weil ich meine, wir haben in einer Nacht in Berkasovo, das Zelt war abends voll, das Klamottenzelt, und das war ein großes Zelt, so ein Armeezelt. Und am nächsten Morgen war es leer. Und wenn dann nicht andere Freiwillige kommen, die Hilfsgüter mitbringen, ja, dann ist es eben leer. Dann hat man halt keine Schuhe für die kleinen Kinder, keine Socken oder keinen warmen Pullover oder keine Jacke. Wie lange warst du unterwegs? Das erste Mal 3 Tage, das zweite Mal 5 und beim dritten Mal jetzt 6 Tage. Und jetzt fahren wir fahren am 25. abends los und wir haben noch 2 Transits mit 6 Personen, die sich aus Luxemburg anschließen. Also es gibt jetzt auch Refugees Foundation in Luxemburg. Die schließen sich uns an, aber wir werden vermutlich uns in Österreich oder Slowenien treffen und wir werden alle, die neu dabei, ganz neu dabei sind, in Slowenien oder Kroatien versuchen unterzubringen, zum Helfen, und der Rest von uns wird weiterfahren bis nach Presevo. Das sind allerdings dann von Köln aus mal eben 2000 Kilometer. Und das ist ja dann doch schon ein bisschen viel, und da haben wir gedacht, das muss man den Neuen nicht gleich aufs Auge drücken, wenn die das noch so gar nicht kennen.
Übernachtungen und solchen Sachen? Ich bin ja so ein westlicher Wohlstandsmensch. Von daher, Camping war noch nie so mein Ding. Und wie habt ihr das organisiert? Eure Übernachtung? Und ich meine, wenn man jetzt fährt, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es auch bitterkalte Nächte gibt und so weiter. Wie habt ihr diese ganzen Sachen organisiert? Weil ich meine, davon hängt es natürlich auch immer ganz stark ab, wie viel Helfer man mitbekommt, ne? Nee. Also da muss ich sagen, ich bin echt erstaunt. Das ist Facebook, da haben sich zwei Dinge rauskristallisiert bei mir. Ich hatte Facebook vorher, weil ich es für meinen Beruf genutzt habe und irgendwie kommen dann auch Freunde und finden einen und dann hat man auch Freunde in der Liste. Und dann hat es die Flüchtlinge oder jetzt gibt es die Flüchtlinge und seitdem habe ich sozusagen ein Paralleluniversum von Menschen, mit denen ich korrespondiere, die sagen, wir wollen helfen. Was ich vorhin schon sagte, was ich anbieten kann, ist keine Dusche, kein Badezimmer, kein Klo und kein Bett. Sprich, man bringt Isobatten, Schlafsäcke mit und legt sich hinten in den Ford Transit rein. Oder in ein Auto. Manche haben bequemere Autos und also ich habe bisher, jetzt war es sogar schon in Slowenien so kalt, dass ich mich tatsächlich in meiner vollen Montur in den Schlafsack gelegt habe, weil schon das Atmen im Auto schon kleine Kristalle schlug. Aber das ist irgendwie in Anbetracht des Elends dessen, was man da sieht und was diese Menschen durchmachen, ist das so lächerlich. Man kriegt fast ein schlechtes Gewissen und fühlt sich echt mies, wenn man hier wieder zurückkommt, in seine Wohnung geht und sagt, ich habe hier eine Küche, ich kann hier kochen, ich kann jetzt mich in eine heiße Badewanne legen und dann habe ich mein schönes warmes Bett mit frischer Wäsche. Es wird einem echt schlecht dabei. Es fällt einem richtig schwer. Also Camping war nie mein Ding, es wird auch nie meins werden, aber dafür ist es so egal und es ist erstaunlich, wer alles mitfährt. Aber man muss auch die Mitfahrer vorher wirklich gut briefen, weil es geht an die Substanz. Es müssen solide Menschen sein, die das machen. Und man darf keine Reiseplanung wie mit Altus oder sonst wem erwarten, weil wir wissen, wenn wir losfahren, eben nicht, wo wir ankommen. Nein, aber ja, eine ungefähre... Aber ihr habt eine ungefähre Zeiteinschätzung. Das heißt, wenn ihr hingeht und sagt, wir sind 6 Tage unterwegs oder eine Woche, 10 Tage, dann und es wird so und so kalt werden, dann sind das die Extrembedingungen, die man einsetzen muss. Und für diese Extrembedingungen muss man halt gerüstet sein. Also sprich, für den Worst Case. Das könnt ihr aber schon liefern und das ist eine ganze Menge. Und was zum Beispiel auch faszinierend ist, ich habe 2 Cousinen, die seit 3 Monaten auf Kos jeden Tag zwischen 1.000 und 1.500 Menschen ernähren. Die haben sich dort, die Eltern haben dort ein Haus und die waren da unten und haben halt im Sommer mitgekriegt, dass Flüchtlinge ankommen und die ernähren tatsächlich, pardon, seitdem jeden Tag, die haben einen Koch da unten, der schafft es, für 60 Cent pro Mahlzeit jeden Tag für, wie gesagt, 1.000 bis 1.500 Menschen eine warme Mahlzeit an Reis, Linsen und Gemüse auf den Tisch zu bringen. Einer unserer Begleiter bei der 2. Reise war ein Fotograf, Freund von mir, der zwischen Dubai und Moskau normalerweise hin und her pendelt und arbeitet. Der war mit auf der 2. Fahrt und der ist jetzt seit einigen Tagen oder seit einer Woche auf Lesbos und verfolgt das dort und tut nichts anderes als, der fotografiert natürlich, aber er fotografiert eben nicht nur, er fischt auch jeden Tag Menschen aus dem Wasser. Aber der war schon im Tschetschenienkrieg, also ich sag mal so, das ist Voraussetzung, das muss man ertragen können und man muss mit den Bildern, die man dann mit nach Hause nimmt, nachher auch, ich sag mal so, ins Bett gehen können, ja, und schlafen können. Und ich habe Nächte, da plane ich den nächsten Konvoi, da träume ich davon, dann das ist, ja.
Frage jetzt on the run, habe ich jetzt so verstanden, ist erstmal euer Run dahin und eben mit den Flüchtlingen dort irgendwo vor Ort gewisse Dinge zu unterstützen, im Endeffekt punktuell, weil ihr fahrt ja dann auch wieder weg. Eins, was man ja immer hört, ist, jeder Flüchtling hat ein Smartphone und das ist so das Wichtigste. Macht ihr das in irgendeiner Form, dass ihr mit einzelnen Flüchtlingen, wo auch die Gespräche vielleicht was intensiver sind, auch so Nummern austauscht, um mal nachzuvollziehen, wo ist er dann hingekommen? Lebt er noch? Wie geht es da weiter bei den Flüchtlingen? Oder beschränkt ihr euch auf diese jeweils sozusagen für den Zeitraum, den ihr da seid, vorhandene Hilfe? Also erstmal jetzt zu Support for Refugees on the Run hat mit uns, dem, was wir tun, so eigentlich so viel zu tun. Auf Deutsch, Flüchtlingen helfen auf der Flucht, das klang einfach so etwas zungenbrecherisch und nicht so. Ich finde, auf Englisch klingt es einfach leichter und ist auch besser verständlich, obwohl es dasselbe heißt. Aber wir nehmen ganz bewusst keine persönlichen Kontakte auf, weil wir können den Menschen ja nicht mehr helfen als das, was wir vor Ort tun. Wir können ihnen ja wirklich nur Kleidung geben, wir können ihnen Tee geben, wir können mit ihnen sprechen, wenn sie denn mit uns sprechen können. Viele wollen kommunizieren, aber es fällt ihnen schwer. Nein, ganz bewusst nehmen wir keine Nummern entgegen, keine privaten Kontakte, einfach um zu verhindern. Wir können das nicht. Ja, es ist eine gewisse Art von Selbstschutz. Also in dem Moment, wo ich mich an persönliche Schicksale anhafte, werde ich damit auf Dauer meine Probleme kriegen. Insofern ist das eine Art von Selbstschutz, der an der Stelle auch verständlich ist. Ja, das haben wir nämlich gemerkt beim ersten Mal, als wir dann abends irgendwann vollkommen fertig, nämlich in Wien ankamen, weil es plötzlich hieß, als wir eine Unterkunft eigentlich gefunden hatten in diesem kleinen Ort Szeged, wo wir gelandet sind, hieß es plötzlich, heute Abend machen die Ungarn die Grenzen zu. Und dann haben wir uns wirklich, so schnell waren wir uns noch nie einig, alle vier. Wir saßen innerhalb von wirklich Sekunden im Auto und sind also Richtung Grenze gefahren, weil wir gesagt haben, das geht jetzt gar nicht. Und dann waren wir natürlich ziemlich müde und K.O. und haben uns dann in Wien ein Zimmerchen gesucht und haben in Wien übernachtet im Hotel. Und am nächsten Morgen haben sich die Wege getrennt, weil die beiden Jungs, die in dem einen Auto gefahren sind, mussten wieder zurück. Wir sind noch in Wien geblieben und sind dann zur Caritas gefahren, haben uns überlegt, ist ja eigentlich blöd, Auto leer, was machen wir? Und haben uns dort einfach mit einem Leiter der Caritas unterhalten. Und das war ein ganz interessantes Gespräch. Und wir haben dann, ich meine, ich sage es jetzt einfach offen, weil man soll es nicht sagen, weil man könnte ja und so, aber ich sage jetzt nicht das, was ich denke, haben wir drei Menschen mitgenommen, ein Vater mit seinem Sohn und eine aus Aleppo und einen Herrn, den man auch in Sizilien hätte auf den Marktplatz stellen können, dann wäre er als Mafiosi durchgegangen. Der war sehr lustig, der sprach auch drei Worte Englisch, das hat uns geholfen. Der kam aus Damaskus und der wollte nach Düsseldorf. So. Kurz unterbrechen, dieser Raum ist reserviert und wir sind schon hier. Wir würden uns gerne rausschmeißen, weil ihnen der Raum zusteht. Ja, eine Sache. Genau, damit wir das weiter vielleicht. Wir können es ja. Ich weiß nicht, ob wir das woanders weiterführen können. Aufzubauen ist ein bisschen schwierig. Ja. Was meint ihr, wie lange das. Also, eine Sache würde ich vielleicht an deiner Stelle erwähnen, dass du halt auch den Verein jetzt hast. Ne? Ja. Also. Also da vielleicht. Was du brauchen kannst für die nächste Tour. Also das Geld. Geld. Im Moment sind wir schon mit Hilfsgütern so gut ausgerüstet, dass unsere Lager quasi überlaufen. Und was wir nicht brauchen oder was wir weitergeben können, geben wir an die Drehscheibe in Köln weiter. Weil die brauchen auch immer Sachen. Und wie gesagt, der Verein ist in Gründung. Es ist jetzt eine Frage, wie war das vor Gericht und auf hoher See, nicht? Ist man in Gottes Hand, aber wir hoffen, dass wir noch vor Jahresende zum e.V. werden. Deine Infos, wer verteilt die weiter? Damit die anderen das auch bekommen hier, sonst ist jetzt ein bisschen. Wird ja gestreamt oder wie meinst du? Nee, aufgenommen hier auch von dem Verein. Weil der Song, deswegen, wenn ihr rum möchtet, noch das mit Mikrofon bitte sprechen. Kann man die. Was? Ich habe jetzt nichts verstanden. Die findet man auf Facebook. Also, okay.
Unter Support for Refugees on the Run. Ich kann aber, habe aber auch Karten. Also wer Interesse hat, möchte, ich gebe hier gerne die. Marie hat eine Karte und wird das an die Fraktion weitergeben. Marie hat Nicoles Handynummer. Die wird sie nicht weitergeben. Die nur unter Todesstrafe. Die du mir gerade gegeben hast? Genau. Okay.